380 Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion, ein Stück Normalität. Und doch ist nichts normal. Der Ligastart steht bevor, die letzte Pokalsaison steht noch aus. Und sein Team, Zoran Levnaec, Inter Leipzig, will wieder Favoritenschreck spielen. Im Viertelfinale besiegte Inter Drittligist Zwickau. Jetzt soll Drittliga-Absteiger Chemnitz dran glauben. Oberliga gegen Regionalliga, das die Vorzeichen, und damit rein in dieses Halbfinale, rein in die 19. Minute. Bis dahin passierte nämlich nichts. Und dann nahm CFC-Neuzugang Breitfelder die heiße Pfanne von der Platte. Chemnitz wollte nichts anbrennen lassen. Die erste ernsthafte Chance saß direkt. Danny Breitfelder kam vom ZFC Meusewitz neu in diesem Sommer und trifft in seinem ersten Pflichtspiel direkt für die Himmelblau. Genau so sollte es nicht laufen für Inter, doch die Gastgeber antworteten, wenn auch etwas zaghaft, Jakubow ohne Probleme gegen Lovro Sindiks Freistoß. Die Kugel rollt wieder, das ist auf jeden Fall schön, aber Fußball bei Temperaturen jenseits der 30 Grad schon eine Zumutung. Reichlich gefüllte Trinkflaschen standen ganz, ganz hoch im Kurs. Und mit neuem Wasser kam dann auch die neue Welle von Inter. Wieder Sindik auf Zamoranjo gegen Vidovic. Ungleiches Duell und trotzdem setzte sich der kleinere Zamoranjo durch. Und da musste Jakubow dann schon mal ernsthaft zupacken. Inter hielt das Offensivgeschehen des CFC weitestgehend in Grenzen. Kurz vor der Halbzeit kamen aber nochmal die Gäste. Inter-Keeper Gutsch etwas wild, dann Dos Santos auf der Linie, aber so richtig bekommen sie den Brand nicht gelöscht und deswegen erzielte Christian Bickel in der 43. Minute das 0:2. Ein Treffer aus der Kategorie unnötig aus Sicht von Inter Leipzig, dann auch noch so kurz vor der Halbzeit ein Nackenschlag für den Oberligisten und der CFC eiskalt. Bickel, der für Cottbus und Paderborn in der zweiten Liga aufgelaufen ist, jetzt von Zwickau rüber nach Chemnitz, der hier passte ganz genau. Zur Pause gab es dann auch noch nasse Handtücher, 45 Minuten plus X mussten die Spieler noch durchstehen. Zweite Halbzeit, Freistoß Inter, na klar, wieder Sindik an alter Wirkungsstätte, spielte ein Jahr bis zum letzten Sommer hier in Probstheida bei Lok. Inter durfte er für diese Partie ausweichen ins Stadion der Blau-Gelben. Zoran Levnaec sah einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft, doch gefährlich wurde es nicht wirklich. Chemnitz nochmal über die rechte Seite mit Bekö, dessen Flanke aber abgewehrt durch gutes Stellungsspiel von Inters Glänzel. Der CFC spielte es runter und hatte in der 89. Minute die Chance, endgültig den Deckel drauf zu machen. Tobias Müller mit dem 3:0 Endstand. Der CFC standesgemäß mit gutem, dominanten Fußball über weite Strecken des Spiels und wie im letzten Jahr steht Chemnitz wieder im Sachsen-Pokalfinale. Für Oberligist Inter Leipzig ist die Reise im Pokal vorbei. Sie mussten lang auf dieses Spiel warten, der Traum vom Endspiel ausgeträumt. Na klar, war, Hoffnung war da, aber wir haben 16 Spieler verloren jetzt in der Transferperiode. Deswegen sind 16 neue Spieler sind gekommen. Und war schwer, wirklich war schwer. Ich wusste so vom Spiel, wir hatten Hoffnung, aber ich wusste vom Spiel, das Chemnitz hat bessere Qualität und diese bessere Mannschaft. Und deswegen, wir haben uns gekämpft, aber wir haben uns Maximum gegeben. Aber war so. Ja, ich glaube, dass wir von der ersten Minute an sehr dominant waren. Ja, das Spiel in unserer Hand war, Torschancen kreiert haben, nach vorne gespielt haben, sehr kontrolliert gespielt haben. Trotz des Wetters mit einer guten Intensität, dann zu Recht schnell geführt haben. Und ich das Gefühl hatte über 90 Minuten hinweg, dass wir die Kontrolle in der Hand hatten und im Endeffekt zu Recht das Spiel gewonnen haben hier heute. Der CFC darf mit seinen mitgereisten Fans jubeln, der Titelverteidiger also erneut im Finale. Dann wartet ein weiterer Oberligist, der FC Eilenburg.